Hey Leute, willkommen zurück bei Star Wars Outlaws. Ich wollte hier eigentlich weitermachen. Aber dann habe ich diese... Ich sehe eine dunkle Wolke um dich herum. Das klingt doch vertrauenserweckend. Du kannst also die Zukunft lesen. Was weißt du über meine? Ja, müde Reisende. Ich vermag es, die Nebel der Galaxis zu durchdringen und zu sehen, was die Sterne dir bestimmt haben. Aber... Aber die Reise entlang der Schicksalsstränge ist anstrengend. Klar. Ich könnte sie auf mich nehmen. Für eine Gegenleistung. Kredits. Aber gut, wir sind neugierig. Ich habe gezahlt. Liest du mir jetzt die Zukunft? Dauert nur einen Augenblick. Dann erblicken meine Augen ein Meer aus Bäumen. Wow, das nennt man bald. Klingt ein bisschen wie Akiva. Keiner mag Klugscheißer. Ich sehe einen großen Konflikt. Ein Opfer im Herz der Bäume. Du spielst eine unerwartete Rolle und entscheidest über das Schicksal. Klingt gruselig und ganz schön vage. Aber viel mehr habe ich auch nicht erwartet. Das war's? Verdammt, ich will meine Kredits zurück. Gut, dafür danke dafür, dass du uns das Spiel gespoilert hast. Verflucht nochmal. Naja, okay. Gut, ja, dich lassen wir hier in Ruhe. Und dann lasset uns näher zu unserem Ziel gelangen. Es ist ja nicht mehr weit. Das sollte ja schnell gemacht sein. Wenn es denn ein Spieler wäre, der in die richtige Richtung fahren würde, erst einmal. Und der nicht überall stehen bleibt. Verflucht. Aber gut, wir haben einen Schnellreisepunkt. Oh. Und natürlich einen Spieler, der fahren kann. Bist du bereit? Wäre ebenfalls von Vorteil. Ich habe nicht mehr so viel Bacta-Cake. Ich brauche eigentlich Kleidung, die mich vor diesen Unfällen schützt. Der ganze Rest. Verdammt. Nicht loslassen! Wartet kurz, ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Was ist euer Problem? Was zur... Was tut ihr hier? Ihr trefft mich noch nicht einmal. Wer schießt hier auf wen? Alter, was zur... Alter! Ja, ihr seid richtig gut. Was zur... Was ist dein Problem? Okay, wer schießt hier noch? Ah, du da hinten. Nur weil ich mit einer Granate geschossen habe? Was zur Hölle war das? Wenn sich das nicht gelohnt hat. Feindlicher Bereich? Okay, immerhin. Aber, naja, es scheint... Das scheint es schon gewesen zu sein. Willst du mich verarschen? Dafür habe ich angehalten. Da war die Neugier mal wieder stärker. Na, verflucht. Nur weil wir... Oh. Oh. Wartet. Das sieht aber auch interessant aus. Ach, und ich habe wieder Bacta verballert hier. Aber das wollen wir uns ja jetzt ansehen. Ich meine, hey... Was habt ihr gedacht? Wir kommen auf einem direkten Weg ins Ziel. Vergesst es. Nicht mit mir, Leute. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Oh. Oh, holy moly. Siehst du das, Nixie? Siehst du das? Gott sei Dank. Ich dachte schon, du hältst dich nicht, Kay. Was ist hier? Oh! Na, mein Lieber? Ah, ihr seid die Besten. Ich würde gerne mit dir ein Gespräch führen. Wofür mache ich das? Das war ja für gar nichts. Das war ja für gar nichts. Gibt's ja auch keinen Schatz oder so? Wollt ihr mich verarschen? Wofür habe ich das gemacht? Ja. Okay. So viel dazu. Naja.
Vielleicht kommt es ja hier unten noch. Oder auch nicht. Ja, Houston? Wir haben ein Problem. Oder nee, ich kann hier runter. Okay, gut. Bloß keine Fehler, Kay. Nur nichts überstürzen. Das war ja für gar nichts. Das war ja für gar nichts, dieser Umweg. Naja. Okay, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Gut, wir laufen das jetzt. Exakt, jeder kann, keiner muss. Okay. Nix. Hol die Beute. Hier gibt es nichts als Verbrecher und Gesinnte. Toll gemacht. Was ist Exakt. Das für ein Ding? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, du hattest Bug da. Granate. Super. Danke für nichts. Sieh Gut, mal nach, was wir versuchen es bei deinem Kumpel. Komm schon. Bug da. Komm schon, Nixie. Bring mir das Bug da. Na los, erschieß es. Ey. Vorsicht. Verdammt nochmal, was soll ich mit Granaten, meine Liebe? Was soll ich denn mit Granaten? Naja. Gut, wir nehmen das als Zeichen, dass wir uns einfach mal konzentrieren sollten. Das ist immer der Moment, kurz bevor ich erschossen werde oder einfach sterbe oder in jemanden reinfahre. Exakt. Wartet. Gut. Geradeaus, hier unter dem irgendwas durch und dann exakt unter dem irgendwas durch und dann nach rechts. Jetzt schon nach rechts? Was war hier rechts? Das war grob fahrlässig. Was ist das hier? Scheint hier... es scheint hier die Gefahr zu geben, dass man ertrinkt. Aber wir haben den Gleiter. Richtig. Halt dich fest, Nix. Damit kann uns nichts passieren. Okay. Wo müssen wir lang? Okay, gut, das spielt nicht so eine Rolle. Aber naja, wie auch immer, wir kommen wieder auf den Hauptweg zurück. Das ist das Wichtigste. Wir werden das schon noch erkunden, Leute. Dumm aus. Gut, wer bin ich, um hier Leute zu verurteilen? Okay, und irgendwo müssen wir dann rechts, um hier hochzukommen, richtig? Du wartest, weil ich hier den Verkehr aufhalte, oder wie? Überhol mich ruhig. Sorry. Ist das hier ein Durchgang? Ja, aber nicht einer, der mir was bringen würde. Verflucht. Ich will das jetzt. Ich brauch das, okay? Shit, das wird ja der Horror. Okay, wartet. Ich kenne diese Symbole. Das kennen wir. Mittlerweile, wenn wir dieses Zeug sehen, einfach mal R3 drücken. Und dann macht die gute Kay schon was daraus. Okay. Ich glaube, wir sind der Fährte auf der Spur. Wir haben die Lunte gerochen. Wartet. Oh. Was haben wir hier hinten noch? Dornen. Spektakulär. Leute, merkt euch das. Dornen. Oh, verdammt. Ich habe zu wenig Bug dafür die Hauptquest. Das macht mir Sorgen. Aber das ist kein Problem. Denn ich versuche so lange, bis ich es schaffe.
Oder ich kaufe mir einfach Bagda. Flucht. Okay. Gut, es hätte ja sein können, Leute, dass hier hinten irgendwas ist. Es hätte ja sein können. Okay, warte, bevor wir hier weiter hochgehen. Was kommt denn hier alles noch? Wartet. Wir können auch hier hoch. Oder wir gehen hier hoch. Na gut, wir versuchen es erst hier, weil das hier der Kletterweg ist. Und man weiß ja nie, was für Gegner uns auf der anderen Seite erwarten. Und ihr kennt es von Assassin's Creed, wir fangen gerne um, an. Um erstmal alles wegklären und dann Stufe um Stufe runter. Damit uns niemand entdeckt. Okay, eine Absturzstelle. Oh! Das meinte ich. Du siehst ja aus. Nicht. Tu es nicht. Lass es. Lass es. Wo bist du, Dickerchen? Oh, hier. Gut. Nicht schlecht. Alles noch dran. Ich bin auch überrascht. Oh, verdammt. Einfach. Das musstest du jetzt sagen, richtig? Verdammt! Fuck. Ja. Ach. Immer dieser Druck, Kay. Immer dieser Druck. Okay, aber das war noch nicht der Schatz, richtig? Okay, hier gibt es haufenweise Trümmer. Was ist hier passiert? Ich komme gleich, Wand. Gib mir noch eine Sekunde, damit ich mich hier noch umsehen kann. Schloss überbrücken, verflucht. Hören wir mal. Fuck! Ah! Will weinen. Dankeschön. Für ein bisschen Polycarbonat. Ah, verflucht. Wow. Der Ausblick ist unschlagbar. Da gebe ich dir recht, liebe Kay. Da gebe ich dir recht. Und ich muss auch sagen, ich wärme mich immer mehr mit dem Spiel auf. Irgendwie. Wenn man so die Startschwierigkeiten überwunden hat, dann... Oh, das war's. Infokette geklärt. Schwache Wände. Oh. Okay. Ah, gut. Schatz. Das könnte ich gut für den Blaster gebrauchen. Ach, ist das so, meine Liebe. Ist das so. Gott sei Dank weist du mich immer darauf hin. Und das war's dann auch schon wieder. Verflucht. Naja. Okay, jetzt nimmt mich Wunder. Moment, was das hier ist. Ein antikes Armband. Wie auch immer das hier hochkommt. Es liegt so viel Schmuck hier rum. Das ist unglaublich. Oh. Lass es. Don't do it. Siehst du? Ach so, die Luft ist rein. Dura-Stahlrumpf. Was schleppst du einfach verbesserter Dura-Stahlrumpf mit dir rum? Naja. Es gibt eben nichts, was es nicht gibt hier in Star Wars. Na schön. Na schön. Was wollten wir tun? Zu der Basis vordringen. Die ist ja nicht mehr weit. Wir haben noch gut Zeit. Ich hoffe, es gibt noch einen Schnellreisepunkt. Denn das passt mir timingmäßig jetzt gar nicht. Ich kann leider heute nicht so viel aufnehmen. Und danach werde ich wieder... werde ich wieder unterbrochen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Okay, wie kommen wir hier runter? Ja, komm jetzt hier. Okay. Hab dich nicht so, meine Liebe. Hab dich doch nicht so.
Ah, hier unten ist dann schon wieder der Hauptweg. Hast du was gesehen, Nixie? Ist hier was? Ja. Du verarschst mich doch wieder. Ich weiß doch, wie das läuft hier. Mit mir kann man es ja machen, richtig? Yes, es sah schon fast flüssig aus, meine Liebe. Sorge ich hier für Stau, meine Lieben? Nee, der überholt. Na schön. Okay, jetzt einfach hier dem Weg folgen, richtig? Das kann ja nicht... Da kann ja nichts passieren. Holy moly, wir sind schon schnell. Wir sind schon ziemlich schnell. Yay! Imperiumsterritorium, ist das ein Problem? Okay, da vorne ist die Basis, richtig? Yes. Da ist die Basis. Aber ich sehe keine Hutten, nix. Ich hoffe, Gedeck geht es gut. Ich hoffe es auch. Oh, verflucht. Zugangsbeschränkter Bereich, natürlich. Natürlich. Okay, wir gehen selbstverständlich nicht frontal rein. Wir könnten hier einfach mal... Wir können einfach das Feuer öffnen und dann weg und wieder hin und wieder zurück und... Nein. Okay, wir kundschaften aus, Leute. Wir kundschaften hier die Situation aus. Aber ich denke, das hier wird unser Weg. Wenn Kay sich dafür entscheidet, dass das unser Weg wird. Aber sie scheint nicht so begeistert davon zu sein wie ich. Nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir das Spiel ausgetrickst. Schön. Gehen Sie geduckt, meine Liebe. Gehen Sie geduckt. Okay. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Das reicht nicht. Brauchen ein bisschen mehr. Yes. Forschungsstation 57. Okay, nix. Keinen Mucks. Nix und Mucks. Wenn du jemals einen Kumpel bekommst, Nixie, dann nennen wir ihn Mucksi. Nixie und Mucksi. Okay, das ist schon mal nicht schlecht hier oben. Wir haben hier ein bisschen Ruhe, das gefällt mir. Okay, warte. Können wir hier irgendwas manipulieren vielleicht? Verdammt, ich habe viel zu wenig Bug dafür, so ein Quatsch. Nein. Nichts zu hacken, nichts zu tun. Na schön. Ist hier auf der anderen Seite gleich die gegnerische Armada? Ich kann es gar nicht öffnen. So ein Quatsch. Okay, aber hier können wir... Ah, okay. Das muss jetzt funktionieren. Willst du mich verarschen, Kay? Schloss überbrücken, super. Yes. Oh. Oh, das ist schon echt anstrengend. Leiter benutzen. Naja. Okay. Wie bewegt ihr euch? Na schön. Wir bleiben ruhig. Nixie, es wird uns niemand sehen, okay? Wir bleiben hier völlig unentdeckt. Hallo, könntet ihr ein bisschen professionell sein? Der Sektor ist so. Oh, verflucht. Oh.
ND5, ich hab's in die Basis geschafft. Exakt. Wie ich GD kenne, hat er sich irgendwo in einer Werkstatt verkrochen. Alle Wartungsanlagen liegen auf den unteren Ebenen. Ich schicke dir den Standort des Premium Turbolifts. Oh, dort ist die Kamera, das habe ich nicht verstanden. Wer würde in so einem Loch leben? Oh, shit. Oh, shit. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Verdammt nochmal. Ich will keinen Alarm auslösen. Naja, das ist jetzt ungünstig. Das gefällt mir gar nicht. Schicken Sie noch einen Trupp in meinen Sektor. Ich wollte immer Kampfpilot werden. Die Leitung sagte, mir würde das Können fehlen. Kann ich hier durchsneaken? Funktioniert das? Ich glaube nicht. Doch! Doch! Holy moly! Ich glaube nicht, dass das die Idee des Spiels ist. Dass das im Sinne des Erfinders wäre. Aber gut! Bagda! Gott sei Dank. Wir bedienen uns. Und wir hacken dieses Terminal hier noch. Warum denn auch nicht? Hacken. Ja, okay, seht ihr, das kann ja nicht so schwierig sein. Kann ja nicht so schwierig sein. Leute! Wer ist der Beste? Verflucht! Holy moly! Haha! Beim ersten Versuch. Gut, jetzt kann man das deaktivieren. Das hat natürlich jetzt nicht allzu viel gebracht, aber wir nehmen's. Ein Hindernis weniger. Gut. Oh, verdammt, jetzt kann ich wieder nicht aufhören. Okay, wir haben einen Gegner hier, dort. Ist gut. Ich weiß nicht, wie viele Gegner es gibt. Alles läuft reibungslos. Okay, dort auch noch. Gut, wie auch immer, Leute, wir nennen es einen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss.